Heutiger Duschtag, Forex Trading einfach erklärt. Vorher noch ein kurzer Hinweis: Du möchtest lernen, wie man auch als Berufstätiger traden kann. Du möchtest endlich verstehen, wie man die guten Trades findet. Und du möchtest den Vorteil aus Chartanalyse plus Wirtschaft beherrschen und für dich nutzen. Dann komm in unsere kostenlose Trading Akademie mit über 200 Videos auf tradingdusche.de. Bei uns gibt es keine Preise, denn wir sind Trader und keine Verkäufer. So, jetzt noch kurz der Risikohinweis und dann geht es los. Ja, der Forex-Markt ist eigentlich der ideale Anfängermarkt, aber die meisten Anfänger stürzen sich auf Märkte wie zum Beispiel den DAX, den Dow Jones. Und das hat einfach Gründe in dem Aufbau des Forex-Marktes. Bei anderen Märkten haben wir ein Produkt, einen Kurs und die meisten kennen es aus den Nachrichten und können damit viel anfangen. Beim DAX zum Beispiel, wenn man hört 13.000 Punkte, 12.000 Punkte oder was dazwischen, dann können die meisten Leute damit was anfangen. Beim Forex-Markt ist es ein bisschen komplizierter, aber trotzdem ist der Forex-Markt der ideale Anfängermarkt. Er ist nicht so volatil und hat die günstigsten Gebühren und wir können ihn 24 Stunden durchtraden. Das heißt, wir haben auch nicht immer irgendwelche Eröffnungsgaps innerhalb der Woche. So, wir sind hier im Trading-Programm von GKFX, dem MetaTrader. Ich habe mir das hier ein bisschen netter eingerichtet, wenn man wissen möchte, wie ich das hier alles eingestellt habe, dann guckt auf tradingdusche.de. Dort gibt es eine Rubrik bei uns auf der Homepage, die heißt Erste Schritte. Dort erklären wir das alles. Wir drücken jetzt hier F9. Und das ist schon der erste Unterschied zu vielen anderen Märkten. Im Währungsbereich haben wir immer Währungspaare. Wir sind jetzt hier im Euro-US-Dollar und haben hier ja zwei kryptische Zahlen. 1,1520, 1,1599. Also es ändert sich hier auch im Sekundentakt. Der Markt ist jetzt gerade offen. Und mit diesen Zahlen können die meisten überhaupt nichts anfangen. Ja, also 1,1519, was soll einem das sagen? Die meisten Menschen haben dazu keinen Bezug, aber es ist sehr wichtig zu verstehen, was diese Zahl bedeutet, was es bedeutet, wenn diese Zahl steigt oder fällt und was ich hier eigentlich handle und trade, wenn ich auf Buy oder Sell klicke. Und das möchte ich kurz erklären, weil das sind so die größten Einstiegshürden für den Forex-Markt. Wenn man das einmal verstanden hat, dann macht der Forex-Markt richtig Laune, weil wie gesagt, er hat viele Vorteile, er ist der ideale Anfängermarkt. Wir haben in 24 Stunden auch gut für Berufstätige tradebar, niedrige Gebühren, ich hatte es ja eben schon erklärt. Also fangen wir einfach mal ganz oben an. Im Forex-Markt haben wir nicht nur ein Finanzprodukt, sondern wir haben immer ein Währungspaar. Das heißt, es besteht aus zwei Währungen. Wir sehen hier Euro-US-Dollar. Und dazu muss man wissen, dass die erstgenannte Währung immer die Basiswährung ist. Und diese Basiswährung bezieht sich immer auf den Wert 1. Und die zweitgenannte Währung ist die Kurswährung. Das heißt, diese Zahl hier unten gibt an, wie viel von der Kurswährung ich auf den Tisch legen muss, um ein Stück von der Basiswährung zu erhalten. Ich sagte, Basiswährung bezieht sich immer auf den Wert 1. Kurswährung, das ist die Zahl hier unten. Wie viel von der Kurswährung muss ich auf den Tisch legen, um ein Stück der Basiswährung zu erhalten? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist bei jedem Währungspaar, es ist immer so aufgebaut, Basiswährung, Kurswährung. Und das ist der Name Kurswährung sagt ja schon, dass eben halt es der Kurs dieser Währung ist, der hier unten angezeigt wird. Das heißt, ich muss 1,15206 US-Dollar auf den Tisch packen, um einen Euro zu erhalten. Das heißt, dieser Kurs, der mir hier angezeigt wird, ist der US-Dollar-Kurs, ja? Weil das hier hinten die Kurswährung ist. So, jetzt muss man natürlich wissen, wenn man in den Nachrichten hört, der Euro ist gefallen, der Euro ist stärker geworden oder der US-Dollar ist gefallen, der US-Dollar ist stärker geworden, dann muss man natürlich wissen, okay, was drückt diese Zahl hier eigentlich aus? Ganz wichtig ist es auch, wenn man die wirtschaftlichen Zusammenhänge, und das muss man fürs Trading verstehen, wenn man die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen will, und deswegen ist es sehr wichtig, wenn man jetzt verstehen will, wie zum Beispiel auf der US-Seite Notenbankentscheidungen, Konjunkturdaten, wie diese Entscheidungen sich auf die Kurse, zum Beispiel des US-Dollars, auswirken, dann muss man verstehen, was diese Zahlen bedeuten. Wenn wir jetzt zum Beispiel hören, die US-Notenbank erhöht den Leitzins, dann stärkt es den US-Dollar, ja, weil wenn eine
eine Notenbank die Zinsen erhöht, dann gibt es der Währung Auftrieb, weil es ausländisches Kapital anzieht, weil die Währung attraktiver wird, weil es da mehr Zinsen gibt. Ja, dann legen die Leute das da an, dann wird die Währung nachgefragt. So, das heißt, wenn die US-Notenbank die Zinsen erhöht, dann steigt, wird der Dollar, muss man echt aufpassen, was man jetzt sagt, wird der Dollar stärker. So, das hier ist der Dollarkurs. Das heißt, diese Zahl hier, ganz platt mal gesagt, diese Zahl fällt. Ja, das muss man verstehen. Deswegen sagte ich, der Forex-Markt ist nicht ganz so einfach. Und wenn man es erstmal verstanden hat, dann geht es aber. Also, wenn der Dollar stärker wird, aufgrund von Impulsen aus der Wirtschaft, aus der Notenbankpolitik, dann fällt diese Zahl. Weil ich muss weniger US-Dollar auf den Tisch legen, um einen Euro zu bekommen. Das heißt, der US-Dollar ist stärker geworden, er ist wertvoller geworden sozusagen. Wenn diese Zahl fällt, heißt es, der US-Dollar ist stärker geworden und der Euro ist schwächer geworden. Wenn wir jetzt Impulse aus der Wirtschaft bekommen, die dafür sorgen, dass der Euro stärker wird, zum Beispiel weil sich die EU-Kommission mit Italien jetzt geeinigt hat oder weil der Brexit zu einer gütlichen Einigung gekommen ist. Ich weiß es nicht, wenn das Video hier online geht, steht diese Entscheidung noch an. Also egal was, Konjunkturdaten, Arbeitsmarktdaten, Inflationsdaten, was auch immer, wenn sowas dafür sorgt, dass der Euro stärker wird, dann steigt diese Zahl, weil wenn der Euro stärker wird, muss ich mehr US-Dollar auf den Tisch packen, um einen Euro zu bekommen, weil der Euro stärker geworden ist. Und das muss man wirklich verstehen. Basiswährung, Kurswährung, was bedeuten diese Zahlen, was zeigen die eigentlich an, was heißt es, wenn ich die Wirtschaft verstehen will, und das muss ich, um das Trading zu beherrschen, weil die Börse ist das Spiegelbild der Wirtschaft, was in der Wirtschaft abgeht, hat Auswirkungen auf die Kurse. Und deswegen habe ich eben gesagt, auch unsere Trading Akademie mit den 200 Videos, dieser Vorteil aus Chartanalyse und Abgleich mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen, wenn man das beherrschen will, dafür ist unsere Trading Akademie eben halt gut. Das hat ganz konkrete Vorteile und dafür muss man halt wissen, okay, in welche Richtung setze ich denn jetzt eigentlich? Wenn ich davon ausgehe, weil morgen oder heute Nachmittag Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden und ich gehe davon aus, dass der US-Dollar steigt, dann wird diese Zahl hier fallen und dann muss ich hier auf fallende Kurse setzen. Ja? Wenn ich davon ausgehe, dass der Euro stärker wird aufgrund von Wirtschaftsdaten, dann wird diese Zahl hier steigen, weil ich mehr US-Dollar auf den Tisch packen muss, um 1 Euro zu halten. Dann muss ich auf steigende Kurse setzen. Ja? Das ist auch mal erklärt, was das mit dieser Zahl hier auf sich hat. So, ganz platt gesagt, ich gehe davon aus, dass der Kurs hier steigt. Dann klicke ich auf Buy, auf steigende Kurse. Wenn ich davon ausgehe, dass diese Zahl, dieser Kurs hier fällt, dann klicke ich auf Sell, auf fallende Kurse. Verwechseln auch viele. Es heißt ja kaufen und verkaufen. Viele denken, hä, wie kann ich etwas verkaufen? Ich habe ja gar nichts. Das sind Leerverkäufe. Wie das technisch im Hintergrund abläuft, sollte euch überhaupt nicht interessieren als Anfänger. Merkt euch einfach, wenn ihr auf fallende Kurse setzt, Sell, wenn ihr auf steigende Kurse setzt, Buy. Man sagt dazu auch Long oder Short. So, und wichtig ist eben halt, wenn man jetzt Impulse aus der Wirtschaft in sein Trading mit einfließen lässt, man weiß, okay, aha, was bedeutet das? Was hat das mit dieser Zahl auf sich? In welche Richtung geht denn der Markt sozusagen? Ja, und das sind so die wichtigsten Hürden. Eine Sache will ich gleich noch erklären. Das sind so die wichtigsten Hürden fürs Forex Trading. Und dann muss man auch wissen, wenn man jetzt sich im Chart, ich bin jetzt hier im M1-Chart, damit hier ein bisschen Bewegung drin ist, weil einige sagten, ich verwende hier ein Standbild. Ich trade normalerweise im D1-Chart. Switchen wir da mal rüber. Wenn man im Chart jetzt hier gute Einstiegsmöglichkeiten sowohl für fallende Kurse als auch für steigende Kurse ausgemacht hat, dann analysiert man dies in der Chartanalyse. Wo sind Unterstützungen? Wo sind Widerstände? Wo könnte ein Volumen entstehen? Wo könnte ein Breakout entstehen? Deswegen Chartanalyse. Man gleicht das Ganze dann mit der Wirtschaft ab. Ha? Sind da Entscheidungen, die wichtig sind, heute, morgen, in den nächsten Tagen, die den Kurs so oder so beeinflussen könnten? Passt es zu meiner Analyse? Deswegen diese beiden Säulen, die wir in der Akademie beibringen, Wirtschaft, Chartanalyse. Und dann ist es halt wichtig, man guckt ja, wo ist mein Einstieg? Das ist das Erste. Wo ist mein Stop-Loss, wenn der Kurs sich in die entgegengesetzte Richtung entwickelt? Wo möchte ich rausgehen aus dem Markt? Wo möchte ich mich vor höheren Verlusten schützen? Und wo ist eigentlich mein Kursziel? Ja, wo könnte der Kurs
bis wo könnte der Kurs hinlaufen, bevor er wieder einen Widerstand oder ja, an einen Widerstand kommt. So, diese drei Sachen müssen feststehen. Ich gucke also, habe ich einen Vorteil, kann ich mehr Gewinn machen, als wenn der Kurs sich gegen mich entwickelt, ich Verlust mache. So. Und dann muss man das ausrechnen, dann muss man ja wissen, okay, da ist mein Einstieg und zum Beispiel mein Stop-Loss ist 20 Pips entfernt. Pips, jetzt muss man wissen, okay, von diesen ganzen kryptischen Zahlen hier, was ist eigentlich der Pip? Und der Pip ist im Forex-Bereich, außer beim japanischen Yen, immer die vierte Stelle nach dem Komma, also 1,1520. Dann ist hier die 0 ist der Pip. Jetzt ist es die 2, es ändert sich wie gesagt im Sekundentakt und auch auf der Seite immer die vierte Stelle nach dem Komma, außer im japanischen Yen. So, und diese kleine Zahl hier, das ist die Pipette, weil der Forex-Markt so klein ist und wir auch kleinste Kursbewegungen dort abbilden. Deswegen gibt es da noch die Pipette. Das heißt, wir haben hier ein Pip, ein Spread von 0, ja, es wechselt immer 0,4 ungefähr, 0,3, 0,4. Das heißt, 0,3, 0,4 Pips ist hier der Spread. Der Spread könnt ihr euch vorstellen, das ist die Gebühr, die man für diesen Trade zahlt. Wenn ihr jetzt in die USA in Urlaub fliegen wollt, ihr geht zur Bank und sagt, ich hätte gerne US-Dollar, verkauft die Bank die US-Dollar euch zu einem Kurs. Wenn ihr die US-Dollar wieder zurückgeben wollt, dann nehmen Sie sie zu einem schlechteren Kurs zurück. Und diese Kursdifferenz zwischen Verkauf- und Rücknahmepreis sozusagen, das ist der Spread, ist in diesem Fall 0,3, 0,4 Pips. Das ist sehr, sehr wenig. Wir sind hier bei GKFX. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. So, jetzt muss ich wissen, okay, mein Stop-Loss, das heißt, da ist mein Einstieg, hier ist mein Stop-Loss zum Beispiel, darunter, wenn ich auf steigende Kurse setze, wie viel Abstand ist das? In dem Fall zum Beispiel gibt mir der Chart ja vor 20 Pips. Dann muss ich wissen, um mich an mein Risiko-Money-Management zu halten, wie groß kann ich meine Positionsgröße eigentlich machen? Ich weiß, ich muss 20 Pips absichern. Ja? Also Pips ist wie gesagt die letzte Stelle hier. Hat nichts mit den Gebühren jetzt zu tun, nichts mit dem Spread, sondern mit dem Stop-Loss, den wir eingeben wollen. Den Stop-Loss gibt der Chart vor, ist zum Beispiel 20 Pips vom aktuellen Einstiegspunkt. Und ich weiß, ich kann pro Trade ungefähr 2% meines Kapitals riskieren. Das heißt, ich habe 20 Pips, die ich absichern muss. Dann darf jeder Pip so und so viel Euro oder US-Dollar wert sein. Das Ganze kann man auf der Homepage von GKFX in einen sogenannten Rechner eingeben. Dann kann man sich das genau ausrechnen lassen. Man kann es aber auch selber rechnen, wenn man weiß, wie Währungspaare aufgebaut sind. Immer wenn US-Dollar da hinten steht, dann ist die Kurswährung ja US-Dollar. Und bei einem Lot, was eine sehr große Positionsgröße ist, was Anfänger nicht traden sollten, bei einem Lot Euro-US-Dollar, US-Dollar als Kurswährung, ist ein Pip immer genau 10 Dollar wert. So, wenn ich jetzt ein Zehntel davon trade, also 0, gebe ich es ein, 0, 10, es ist ein Zehntel davon, das heißt, ein Pip ist 1 Dollar wert. Gehe ich auf die wirklich kleinste Einheit, 0,01, dann ist es nochmal ein Zehntel, dann ist ein Pip 10 US-Cent wert. Wenn ich jetzt weiß, okay, mein Konto ist in Euro, dann müsste ich nochmal mir den aktuellen Kurs holen, Euro, US-Dollar, dann weiß ich, wie viel ein Pip in dem Fall jetzt hier an Euro wert ist. Aber wir bleiben einfach im US-Dollar-Bereich, also ein Pip sind 10 Cent und ich weiß, ich soll 20 Pips absichern, dann sind das 2 Euro. 20 mal 10 sind das 2 Euro Stop-Loss. So kann man sich es auch ausrechnen. Man kann aber auch einen Pip-Rechner zum Beispiel auf GKFX verwenden. Aber deswegen ist es wichtig, diese Zahlen hier zu verstehen, dass man weiß, okay, wann steigt der Euro, wann fällt der Euro, wann steigt der Dollar, wann fällt der Dollar? Was bedeuten diese Zahlen hier einfach im Währungspaar? Wie viel Pips muss ich absichern, um meinen Stop-Loss zu erhalten? Was ist eigentlich der Pip hier in dem Fall? Wie hoch sind die Gebühren? Wie hoch ist mein Stop-Loss? In dem Beispiel war es jetzt mit der niedrigsten Größe 2 Euro bei 20 Pips, weil hier ein Pip 10 Cent ist. Und so kann man sich das Ganze dann herleiten. Und dieses Grundprinzip, das muss man einmal verstanden haben. Und dann ist der Forex-Markt ein sehr guter Anfängermarkt aus den eben genannten Vorteilen, die ich schon erklärt habe. Ja,
Also, ich bin jetzt durch einige Punkte hier so ein bisschen durchgerauscht. Wer Interesse hat, das wirklich von A bis Z zu lernen, aufbauenden Stufen, ideal für Anfänger, ideal auch für Berufstätige, der ist herzlich willkommen in unserer Trading Akademie. Wie gesagt, bei uns gibt es keine Preise, wir verkaufen nichts, man kann kostenlos teilnehmen mit über 200 Ausbildungsvideos. Dort erklären wir den Forex-Markt von A bis Z, dort erklären wir auch das Trading im DAX, im Dow Jones, S&P 500, in Aktien und was auch immer von A bis Z. Gehen auch auf die Berechnung, Risiko, Money Management nochmal ein, auf diese 2%, wie man das mit der Positionsgröße hier berechnet, Unterschied Marktausführung, Pending Order, mit den Orderzusätzen, gehen auch nochmal auf Pip und Pipette ein, auf Long und Short. Also wirklich alles, was man als Trader wissen muss, wird in dieser Trading Akademie vermittelt. Deswegen hat es auch 200 Ausbildungsvideos. Seid ihr herzlich willkommen. Wenn noch Fragen zu dem Video da sind, gerne in die Kommentare. Können wir darüber diskutieren? Kann die Community beantworten? Können wir beantworten? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe auch gerade für Anfänger, dass jetzt hier in dem Bereich ein bisschen Klarheit gekommen ist. Die Regeln, die ich hier erklärt habe, kann man bei jedem Währungspaar anwenden, außer beim japanischen Yen. Da ist der Pip nicht die vierte Stelle. Müsst ihr einfach gucken, okay, was ist, man kann sich merken, was ist die letzte große Zahl? Das ist denn der Pip. Ne? Guckt euch beim japanischen Yen auch an und ich wünsche euch wie immer sehr viel Erfolg beim Traden.